Liebe Autobild-User, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Gebrauchtwagen-Battles von Conny und mir. Und heute soll es um Hot Hatchbacks gehen, also kompakte, sportliche Autos. Heute mal ohne Preislimit, einfach weil wir gucken wollten, was so unsere Vorstellung eines Hot Hatchbacks ist. Ja, genau. Wollen wir gleich mal starten? Mhm. Mit welchem? Deinem oder meinem? Ah, wir fangen mit meinem an, wie immer. Einfach, weil er viel geiler ist als deiner. Ich kenne ihn zwar noch nicht, aber ich weiß es. Guck ihn dir an. Ja, ich muss sagen, Mini John Cooper Works, schon ein geiles Ding. Jetzt habe ich gesagt, was du für ein Auto hast. Sorry. Das ist okay, aber dafür kann ich nochmal herauskehren. Grün mit rotem Dach. Also das ist das Ausstattungspaket Chili, weil das geilste ist auch... Warte. Der ist im Innenraum auch rot, also nicht ganz rot, ich glaube, das fände ich dann auch übertrieben, aber so rote Akzente, die er gesetzt hat, ne? Schön. Das finde ich ja immer so geil beim John Cooper Works, dass einfach der Bremssattel aussieht, als platzt der aus der Felge raus, das sieht so geil aus. Ja, wer kann, der kann. Ja, aber eigentlich müsste man ja jetzt mal sagen, beim Hot Hatchback, was hat der denn für einen Motor, wie viel Leistung und so weiter. Stimmt, wir haben jetzt hier einen 2 Liter Twin Turbo 4-Zylinder Motor mit 231 PS. Erstzulassung Juli 7, 2020, das heißt, der ist... Ja, ein gutes Jahr ist er jetzt alt und hat trotzdem schon 18.800 Kilometer runter. Profi-Auto? Ich gehe davon aus, weil er nämlich HU neu ab Übergabe hat und einen Vorbesitzer hat. Also wird es sicherlich ein Vorführwagen gewesen also sein. Also ordentlich drauf rumgeritten. Dafür hat er auch eine geile Ausstattung. Also es ist volle Hütte. Head-Up-Display, Alufelgen, Sportfahrwerk, Sportsitze. Ja gut, dafür ist es ein John Cooper Works geworden. Apple CarPlay, also das große Infotainment. Mhm. Ausstattungspaket, das ist halt ein richtiger Vorführwagen, den die Autowerkstatt, den die der Händler erstmal richtig vollgeballert hat und halt jetzt losschickt, ne? Also, und Handschaltung, ne? Hat der, glaube ich, gesehen. Es tut mir leid, ja, Handschalter hat er, aber ganz ehrlich, ich kann keinen Sportwagen losschicken hier ins Gebrauchtwagen, bitte, bin ohne Handschalter. Also, dann steinigen mich die User. Ja, wer weiß, vielleicht mag ja jemand Doppelkupplung oder so. Ich glaube, beim Mini gab es zwar nur Automatik, aber ja. Also keine Doppelkupplung, sondern wenn Automatik, dann Automatik. Ja, so. Aber Nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben hier übrigens das erste Facelift. Wir sind ja jetzt in 2020 gab es jetzt das zweite Facelift und genau. Genau. Ja. Coole Sache. Die klingen halt einfach gut. Also. Ich bin eigentlich nicht hier, um dein Auto zu loben, aber die klingen halt schon gut. Mini, vor allem John Cooper Works, macht einfach Bock. Ja, wobei der GP, ja, ich glaube, das ist doch nochmal die Sonderversion, noch geiler. Ja, klar. Gut, aber der hat auch, glaube ich, über 300 PS. Ja, genau, der hat, 306 PS, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich hätte 302 getippt, aber ja, 306 kann auch sein, ja. Ja, aber cooles Ding, auf jeden Fall. Ich mag ihn sehr. Nice. Diese roten Akzente, das, weißt du, das passt alles. Das ist ein kleiner Rennflitzer. Aber was man jetzt halt noch sagen muss, sorry, dass ich dir ins Wort falle, 30.000 Euro. Schon eine ordentliche Bank. Dafür, ja, aber komm, wir haben uns kein Limit gesetzt. Ja, das stimmt. Und das Portage für 30.000 ist schon gut. Ja. Also, und vor allen Dingen für ein Mini. Minis, wenn du jetzt ein Mini konfigurierst, dann fängst du bei 30.000 an. Ja, ja. Ja, ist so. Okay. Also, ich bin einfach... 7.000 weniger. Ich bin mal wieder am Ziel vorbeigeschossen, weil ich nehme dir jetzt schon mal den Wind aus den Segeln. Das ist kein Hot Hatch. Es ist ein Coupé. Das heißt, das ist ein Einzelstück in Deutschland. Das ja, also eigentlich Brot- und Butter-Auto. Also Honda Civic Coupé. Das gab es bei uns in Deutschland, glaube ich, nicht. Bei uns gibt es ja nur den Viertürer von dieser Baureihe. Also 10. Generation wird jetzt bald mal abgewechselt. 10. Generation. Und das ist der SI. Den gab es nur in den USA oder Nordamerika auf jeden Fall. 207 PS, glaube ich. 1,5 Liter VTEC Turbomotor. Den Motor gab es bei uns auch in der Limousine. Allerdings, ich glaube, mit 184 PS, soweit ich weiß. Und halt, wie gesagt, nur in der viertürigen Version. Das hier Coupé
SI, nochmal ein bisschen sportlich, Diffsperre, aktives Fahrwerk, auch hier Handschaltung. Also es ist der Type R des kleinen Mannes. Und der Einstieg ist auch etwas für ältere Menschen. Da kannst du... Wie? Naja, guck dir mal diese riesen Türen an. Da kannst du mit 80 dich dann noch reinfallen lassen und dann durch deinen Pfleger oder deine Pflegerin rausheben lassen. So groß ist der Einstieg. Alles klar, okay, vielleicht, wer weiß, aber dafür, genau, so lange fährst du den nämlich auch, weil da nichts kaputt geht, den kannst du nämlich fahren, bis du ja irgendwie deine Rente beziehst. Bis wir schon bei der 20. Generation beim Civic dann ankommen. Wahrscheinlich. Baujahr 2017 vielleicht nicht ganz unerheblich zu erwähnen, knapp 62.000 Kilometer und wie gesagt, es geht einfach nichts kaputt. Du hast da 207 PS und es geht halt gut voran, also du hast halt nicht irgendwie die 320 PS des Type R, ganz klar, aber er sieht aus wie ein Type R, mehr oder weniger, und was ich halt immer ganz cool finde, wenn du ein bisschen unter dem Radar fährst, also Wer das Auto sieht und nicht so viel Ahnung von Autos hat, dem wird das Ding nicht auffallen, aber halt Leute, die sich ein bisschen mit Autos auskennen, ein bisschen mit der Materie auskennen, die wissen, oh cool, das Ding gab es bei uns eigentlich nicht und so. Und das finde ich immer ganz witzig, wenn Leute, die sich dafür interessieren, wenn denen das auffällt und für alle anderen bist du unsichtbar. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Der ist bis jetzt in Ansbach oder in und um Ansbach herumgefahren. So, ja. Dort sitzt zumindest der Händler, falls ihn jemand gesehen hat. Hier genau. Steht dann zu verkaufen. Das war ja. Ja, also genau, SI, Civic des kleinen Mannes, so in der Richtung. Aber 208 PS. Ich habe mehr PS. Ja. Wobei, wie viel wiegt deiner denn? Ich weiß es nicht. Nicht so viel. Also ich glaube 1,4 Tonnen, irgendwie sowas. Ja. Aber behaftet mich nicht, sowas in der Richtung. Ja, du hast mehr PS, deiner ist ganz sicher schneller und wahrscheinlich bockt deiner auch mal noch mal ein bisschen mehr, kann ich mir vorstellen. Aber steht halt nicht an jeder Kreuzung, das Ding. Und du hast hier auch eine ordentlich gute Ausstattung. Du hast Infotainment mit Android Auto, Apple CarPlay, also typisch Ami, hast du wirklich volle Hütte, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Du hast, glaube ich, sogar LED-Leuchten, kann das sein? Oder nicht? Steht hier nicht drin. Dann hat er es auch nicht. Aber guck mal, hier steht Kraftstoff, Benzin und hier Dieselpartikelfilter. Ja, dann hat der Händler nicht so viel Ahnung. Okay. Ja, gut. Ja, so viel dazu. Vielleicht hat er einen eingebaut, irgendwie. Nee, natürlich nicht, aber keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich meint der Autopartikelfilter. Okay. Also. Aber gut, da habe ich eigentlich gewonnen. Für dich ja. Für mich. Hot Hatch, Hatchback. Und du hast ein Coupé angebracht. Stimmt, ich habe keinen Hot Hatch angebracht, ich habe ein Coupé angebracht und eine angeschlagene Heckklappe. Das heißt. Verloren! Meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Genau, sagt uns das gerne. Welchen würdet ihr nehmen? Mini JCW oder Honda Civic SI, das Einzelstück in Deutschland? Das ist so ein Witz. Ja, es muss ein bisschen. Deshalb hast du ihn aber nur gewählt, weil dort Einzelstück stand. Ich habe gesehen, Honda Civic SI gab es bei uns nicht. Geil, wird einer vertickt, aber wir schweifen ab. Welchen würdet ihr nehmen? Packt es uns gerne in die Kommentare, auch wie ihr das Gebrauchtwagenbett fandet und was wir das nächste Mal gegeneinander spielen sollen. Wir würden uns freuen. Genau, freut euch auf weitere Hey Car Battles mit Conny und mir. Und in diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.